So. Weiter geht's. Wo geht man lang? Links oder rechts? Ich bin rechts hinter. Da ist Loot. Und da gehen wir hin. Guck mal. Oh, da will noch einer spielen. Komm her. So. Schade, dass das Schwert Lebensenergie verbraucht. Ach. Zugangsberechtigung wurde Zugangsberechtigung auf Stufe 6 erhöht. Na? Berechtigung zum Öffnen von Zugang der Stufe 6. Bäh. Vielleicht wurdest du hintergangen. Deinen Nein. Freunden war ihr Leben wichtiger als deins. Okay. Oh. Ja, ich glaube, das wird noch ein, zweimal passieren. Wow. Tja, die brennen. Mikro an, ja. So. Ja. Ich geh jetzt noch grad hier rüber. Lalalala. Ist hier noch was? Gut, aber da komme ich gerade nicht ran, ehe ich die Typen nicht besiege. Deine Waffen, dein Ring, all deine Kräfte sind nur Leihgaben deiner Ahnen. Keine Zeit für sowas! Komm. Danke. Okay. Nur rennt da unten einer rum. Oder? Nee. Ist noch einer? Komm her. Ohne deine Freunde bist du enttäuschend schwach. Das Loot da drüben holen. Und dann gehen wir sofort weiter. Dann gehen wir jetzt endlich in den Fahrstuhl und hoffen, dass wir jetzt endlich wieder in die eine Ebene kommen. Ah, wo wir eigentlich die ganze Zeit schon hinwollen. So. Gucken wir mal. Immer noch nicht die richtige Karte. Achso, ich muss hier rein. Okay. So, da werde ich nicht rein. Tut es weh? Angst vor Tod? Wie lange rauchen wir denn jetzt schon in dieser Festung rum? Ich glaube jetzt auch schon bald 2 Stunden. Alter Schwede! Effektivität der in Dusches eingesetzten Störsender. Die zur Abschaltung des des Walds entwickelten Störsender werden gegenwärtig auch im Kampfeinsatz getestet. Bei Gefecht mit Kriegern der Königskleve war es uns auf diese Weise möglich, Warps und Magie zu unterbinden. Es ist daher wahrscheinlich, dass diese besonderen Kräfte der Kleven aus derselben Quelle gespeist werden wie durch auch der Wall. Oha. Oha. Ja, ich muss gerade an den Film wieder denken. Ach, Ehre nix. Zur Effektivität der in Lucius eingesetzten Störsender. Unsere Experimente haben gezeigt, dass die Störsender sämtliche auf dem lucischen König zurückgehenden Kräfte unterbinden können.
unterbunden werden können. Aus dem Kampf gegen Shiva wissen wir überdies, dass die Sender auch den göttlichen Sex erheblich schwächen können. Okay, der will kuscheln. Komm, komm, komm. Ich fürchte, du sitzt in der Falle. Noch eine Falle! Etwas Schmerz hat noch keinen geschadet. Los! Leg den Zahn zu, oder bist du zum Vergnügen hier? Achso. Mist, Mist, Mist! Oh, ich höre bekannte Stimme. Oh, falsch, ich finde das hier eigentlich. Gladio! So, komm her, mein Freund. Das ist ein Kreis? Nein, not! Gladio, schalt es ab. Hier muss irgendwo ein Schalter sein. Bist du dir sicher? Ah. Ja, ich glaube, es ist der Grund, warum wir hierher geführt wurden. Alter, ich freue mich schon auf den hier an Handlungsstrang, ne? Hilfe? Oh Gott. Das war knapp. Wie seid ihr hierher gekommen? Ich will gerade wieder auf mich zukommen. Ja, ja, danke. Nachdem wir draußen von dir getrennt wurden, hat Aden uns hierher geleitet. Der Mistkerl spielt mit uns. Aber wenigstens sind wir wieder zusammen. Alle bis auf Pronto. Ach, wie schön. Endlich nicht mehr alleine, was? Ignis Gladio. Aber was ist mit Pronto? Ohne ihn ist eure Gruppe doch nicht vollständig. Oder gewährst mir die Bitte, in eurem Bunde der Vierte zu sein? Resident Evil-like. Ja! Das hat mich auch vorhin mit den Käfigen so dran erinnert. Okay, da geht's rein. Liegt hier irgendwie ein Dokument rum? Nee. Okay. Hier noch was rum. Da. Forschungsbericht, 14.01. Es ist zu weiteren Zwischenfällen gekommen. Unsere Bemühungen, das Waffensystem zu reaktivieren, werden daher mit sofortiger Wirkung eingestellt. Es ist uns nicht gelungen, seine Funktionsweise zu verstehen. Womöglich arbeitet es vollkommen autark und schaltet sich nur dann ein, wenn ein Gott in der Nähe ist. Wir werden es an einen sicheren Ort verwahren und den Mantel des Schweigens über unsere Arbeit hüllen. Mhm. Oh. Sicherer Anzug. Nee. Doch bestimmt irgendwo irgendwas bedienen. Autorisierungsfehler. Zugangsberechtigung dieser ID-Karte Stufe 6. Nein! Ich weiß nicht warum, aber irgendwie erinnert mich das an Cyberpunk. Keine Reaktion. Hä? Hab ich nicht... Wir haben doch Stufe 6, dachte ich. Ach so. Ist grün. Nee, ist nicht grün. Hä? Hier ist kein Strom dran. Warte mal. Da. Da scheint jemand drin zu sein. Der Schlüssel auf der Minimap. Nur, wer? Gefunden. Welchen Bug meinst du? Ja. Ich bin mal gespannt. Wenn ich bei Valhalla durch habe, werde ich mit einem Freund tauschen. Er hat Cyberpunk noch für die PS4, also als CD. Und dann tauschen wir die Spiele und dann mal sehen, ob wir dann hier Cyberpunk spielen. Weil er hat überhaupt keine Bugs. Bist du sicher, er ist komplett bugfrei, außer so zwei, drei kleine Sachen. Aber der hat gesagt, das ist jetzt nicht so spielbeeinträchtigend. Langweilig. Ich unterhalte mich. Oh. Oh, da liegt wer.
Oha. Oha, oha, oha. Los, erschreckt mich. Altes Buch. Alter, was sind denn das für Umstände? Die haben wir einmal als Klo. Wenn die Updates machen, ist jetzt gut spielbar. Oh, okay. Boah, ne, ich will diesen Niflheimer König. Boah, ich will den Kopf abschlagen, ne? Ich will in die Klippen runterstürzen. Und sonstiges. Oh. 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 Moment, ich muss gerade gucken. Kann ich hier aufmachen? Wie? Umto. Hey, alles okay? Umto. Bist du verletzt? Nein, keine Angst. Nockt. Vielen Dank. Oh. Nockt. Hast du dir Sorgen um mich gemacht? Ja, klar. Natürlich. Hallo? Was ist das für eine Frage? Blöde Frage. Natürlich habe ich das. Ich wusste, dass du kommst. Oh, was hat denn der Arti in dem eingeredet? Alter Schwede, dieser Arsch, ne? Prompto. Ich hab mir gesagt, dass ich nicht sterben darf, ohne dir zu sagen, dass du mir vertrauen kannst. Vergib mir. Ach was? Ich wusste, du kommst. Antwort, was, wer bist du? Ich hab dich noch nie in meinem Leben gesehen, ja. Ja, Prompto ist auch wieder da. Ach, schön. Ja, Freude, Hype. Okay, Jungs. Sind denn deine Stats 3000? Warte mal. Mal gucken. Ich glaube, ich habe was bekommen. Mal gucken, ob das... Ich glaube, es gibt nichts Höheres als den Silberreif. Aber eventuell... Du hast noch 3000 Lebenspunkte. Ich glaube, ich knall dir mal den Schutzschild rein. Boyband wieder vollzählig. Sind das die besten? Nein, du, ich habe viel schönere Klamotten. Also klamottentechnisch sind das, glaube ich, die zweitstärksten. Also zumindest bei Noctis habe ich, glaube ich, die zweitstärkste und bei den anderen, glaube ich, die stärksten Klamotten ausgerüstet. Bei Noctis feiere ich ja das. Ja, noch nicht. Also die aktuell verfügbaren stärksten Klamotten habe ich jetzt halt derzeit an. Ich glaube, die Jungs haben ja auch keine Waffen, ne? Ja, und dieses Festival-Outfit. Stimmt, das fällt mir jetzt gerade ein. Das ist ja auch stärker. Autorisierungsfehler. Zugangsberechtigung dieser ID-Karte Stufe 6. Okay, muss wieder zurück. Hier können wir auch lang. Aber erst brauchen wir unsere Waffen zurück. Wir brauchen zuerst Magie. Nockt. Hörst du das? Was denn? Dasselbe Geräusch wie im Zug. Unmittelbar, bevor du keine Waffen mehr beschwören konntest. Es ist ganz nah. Vielleicht kriegen wir so deine Kräfte zurück. Wir sind nah. Er hat ein gutes Gehör entwickelt, der Kerle. Ist es das hier? So. Nockt! Du nicht ein bisschen langsamer laufen? Abgeschlossen. Ich dachte, ich soll auf ihn jetzt keine Rücksicht mehr nehmen. Wir müssen da rein. Lasst mich. So etwas haben sonst
eigentlich. Nur M.I. Ach wirklich? Hab ich noch nie drauf geachtet. Noct. Ich bin aus Niflheim. Ja und? Aber auch wenn ich hier geboren wurde, fühlte ich mich nie mehr zu Hause als mit euch zusammen. Ihr seid mehr als nur meine Freunde. Uns ist doch völlig egal, wo du geboren wurdest. Du musst dich nicht erklären. Wir vertrauen dir, Prompto. Danke. Ich hatte Angst. Alter, ich freue mich auch auf sein DLC gerade. Wir wissen, was er alles rausgefunden hat. Seit wann ist die Abstammung überhaupt so wichtig? Du hast mich schließlich noch nie wie einen Prinzen behandelt. Ja, stimmt. Verhältst dich ja auch nicht wie einer. Genug jetzt. Komm, mein luzischer Freund. Bist einer von uns. Das wäre also vom Tisch. Ah, Ehrenprompto. Ja. So, weiter geht's. Endlich. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Der König ist tot, ne? One of us, one of us. Ja, Teil des Schiffs, Teil der Crew. So. Auf der anderen Seite. Dahin? Ah, hier. Funktioniert? Die Maschine steht still. Noct, sind deine Kräfte zurückgekehrt? Na komm, probier's aus. Okay, mal sehen. Na also. Alles beim Alten. Ein Pay. Gehen wir. Noctis hat seine Kräfte zurückerlangt. In seltenen Bereitschaftslagern kannst du nun wieder Ambra rufen, um in die Vergangenheit zu reisen. Zum Hangar begeben. Kann ich speichern? Nein. Schon wieder. Boah! Du trägst viel. Du fliegst vielleicht einen Umgang. Boah! Gargantur, ja. Boah, dieses Drecksvieh. Was ist hier noch? Wo? Hallo! Oh, warte mal. Kann ich eigentlich... So schön der Ring auch ist, habe ich den jetzt da. Den knall ich jetzt mal da, nein. Auch meine Dolchis. Ah, Prompto, wenn du da bist, komm. Amos? Nee. Ach ja, das vergiftet ja jetzt. Du trägst ja den Ring. Ich musste. Keine Waffen, keine Freunde, keine Wahl. Einer von uns muss ja schließlich den Kristall finden und die Welt retten. Und natürlich auch euch drei Knalltüten beschützen. Gesprochen wie ein wahrer König. Wird auch Zeit.
Der Ring. Okay, warte mal, wo muss ich denn hin? Ich muss jetzt hier rum, ne? Ist eine schwere Bürde. Oder? Ja. Doch du musst sie nicht alleine tragen. Ja, unsere Waffen haben wir zurück. Gemeinsam schaffen wir das schon. Kommt, gehen wir weiter. Ignis, alles in Ordnung? Ja, ich komme schon klar. Ja, dann tun wir jetzt mal schnell speichern. Okay, okay, okay. Ah, es ist schön, wieder alle vier zu sehen. Talentstufe gestiegen. Ah. Na? Das war schon, dass wir die Besprechung so lange dauert inzwischen, ne? Gehen jetzt da hoch, wir gehen rechts lang und müssten jetzt eigentlich geradeaus gehen können. Hat er jetzt gerade echt seine eigenen Leute vergiftet? Eine Schwachstelle. Kommt das auf? Ich habe keine Haltringe mehr. Tut mir leid. Und wo? Hä? Bei den Kanalpunkten, warum sind diese manchmal in einer Kiste? Habt ihr den Regal ja gelassen? Das kriegst du, wenn du, ich glaube, notgedrungen. Er hat einen Totalschaden. Aber er hat uns 5 Minuten oder 10 Minuten zuguckst, das ist immer so ein kleiner Boni fürs Zuschauen. Warum? Ich gehe auch zurück zum Bett, so ist es nicht. Oh, Claudio? Leuchtet Prompto wieder? Kinder? Jungs? Hallo? Ihr kommt mit? Freunde? Alles klärchen bei euch? Kommt ihr jetzt mit? Warte, ich gehe auch langsam. Kannst du nicht ein bisschen langsamer laufen? Also als ich Claudion dabei hatte, Claudion sag ich schon wieder, Claudion dabei hatte, war das nicht so wild? Okay, dann schleich mal wieder ein bisschen. Die kommen schon. Ich glaube, Prompto weiß es noch nicht, dass Ignis gesagt hat mit dem, ihr braucht ja keine Rücksicht nehmen, ne? Hey, behalt Ignis im Auge. Alles klar, ich passe auf ihn auf. Dann ist gut.
ja, stimmt. Ja, Brombo tut ja jetzt die Leute schocken, aber Brombo ist doch etwas angeschlagen. Ach, dem geht's gut. Gehen wir weiter. Okay, wo waren wir nicht? Geradeaus. Da lang. Okay, das ist jetzt offen. Sammlermünze. Oh, hier kann ich Magie auffüllen. Warte mal, es wäre vielleicht nicht verkehrt, da das jetzt hier alles wieder funktioniert. Mal ein bisschen Magie mal vorbereiten. Hat das die Serie gemacht? So, mal vorsichtshalber. So, Feuer, hier ist Feuer. Hier gibt es einen Waffenautomat. Das ist ein Eis. Eis? Sehe ich gerade das Eis? Hier. Schöne Geld. Ich glaube, da müsste es noch passen. Hier. Ah, okay, okay, das ist... Ah, okay. Gut, verstehe. So, weiter. Der Welt machen.
Okay, auf zum Lift. Ich weiß nicht, was die immer alle mit ihrer Weltherrschaft haben. Mir wäre das viel zu anstrengend, sämtliche Länder und Kontinente der Welt zu regieren. Das wäre mir viel zu anstrengend. Nacht, kannst du nicht ein bisschen langsamer laufen? Du stehst neben mir.